Der Spielplatz im Wismarer Lindengarten steht teilweise unter Wasser. Nach starken Regenfällen in den vergangenen Tagen wurde der Spielplatz vorübergehend gesperrt. Zum Abfließen des überschüssigen Wassers wurde ein Graben ausgehoben. Außerdem wurden Pumpen eingesetzt, bisher ohne den gewünschten Erfolg. Wie lange der Spielplatz im Lindengarten gesperrt bleibt, ist nicht klar.